Leute, was geht und willkommen beim neuen Video. Ja, Freunde, Bibis neuer Song ist jetzt draußen und ich habe mir gedacht, ey, das ist ja mehr so für die etwas Jüngeren und ich habe mir gedacht, trommelst du mal deine ganzen kleinen Neffen zusammen und zeigst denen mal da, diesen Song hier. Oh, mal gucken, wie die reagieren, ob die dieses Lied feiern von Bibi oder nicht. Ich bin selber gespannt, Freunde, wie die reagieren und am Ende habe ich natürlich eine kleine Überraschung für die Kinder. Wir sehen uns gleich wieder. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht ab? 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 So, Kinder, auf jeden Fall habe ich eine Überraschung für euch. Ihr wisst noch nicht was. Oder weiß einer schon, was die Überraschung ist? Nein. Was ist es, Ivan? Nein. Ja, Leute, auf jeden Fall habe ich eine Überraschung für euch. Ich mache euch jetzt ein Lied an. Von dir? Freut ihr euch? Ja! Ja? Nein. Ich mache das Lied an und ihr sagt gleich, wie ihr das findet. Nein. Kennt ihr Bibis Beauty Palace? Ja. Nein. Doch, die hat ja ein Lied gemacht. Ja. Mögt ihr das? Ja. Ja. Kennt ihr sie? Ich. Mögt ihr sie? Seid ihr bereit? Ja! 3, 2, 1. Das ist Bibi Blocksberg. Nein. Das ist Barbie. Wie findest du das? Scheiße. Wie findest du das? Guck, sie heult schon, ey. Ah, ich mach weg, ich mach weg. Ich mach schon weg, ich mach schon weg. Boah, Leute, sie fängt an zu heulen deswegen. Also, Kinder, wie fandet ihr das? Nicht gut? Nein. Nicht gut. Ja, Leute, die Kinderfans auf jeden Fall nicht. Natürlich habe ich eine kleine Überraschung für die Kinder, denn sie mussten sich das anhören, 2 Minuten lang, 1 Minute lang. Deswegen habe ich eine kleine Überraschung für die Kids. So, als kleine Entschädigung, dass die sich das anhören mussten, habe ich halt hier Haribo für die Kiddies. Mal sehen, ob die sich wenigstens darauf freuen. Kinder, ich habe was für euch. Ich habe Haribos. Dafür, dass ihr euch den Song anhören musstet. Back, I'm trying to put you to bed, to bed, to bed. I wanna put you to bed.